liebe Leute, Freitagnacht, wir sind da, ihr seid da. Ich freue mich sehr, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Sendung, offene Show. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, meldet euch bei mir unter 0800 220 5050. Das ist natürlich eine kostenfreie Nummer. Oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, es geht los. Die erste Anruferin heute Nacht ist Ulrike und Ulrike ist 27 Jahre alt. Hallo Ulrike. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Um was geht's bei dir, Ulrike? Und zwar habe ich gestern meinen Sohn in eine Pflegefamilie gegeben. Du hast deinen Sohn in eine Pflegefamilie gegeben? Mhm. Wie alt ist der Sohn? Er ist 7. 7 Jahre? Ja. Und warum hast du ihn in eine Pflegefamilie gegeben? Weil er in der Schule sehr auffällig geworden ist und ich es nicht mehr tragen konnte. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Ist es dein einziges Kind? Ja, es ist mein einziges Kind. Ist dein einziges Kind? Ja. Hm. Was heißt denn auffällig geworden in der Schule? Er hat gedreht, er hat geschlagen, er hat gespuckt, er hat Lehrer beschimpft. Mhm. Also es war ganz übel und zu Hause war das totale Gegenteil. Da war er ein Engel. Ach so, das heißt, zu Hause bei dir hat er sich ganz normal und gut verhalten. Ja. Ich habe ihm auch oft gesagt, dass ich mir auch einfach wünschen würde, dass er das tauscht, dass er zu Hause mal sich schlecht benimmt. Mhm. Wie lange ging das denn in der Schule so? Schon? Ein halbes Jahr. Also er kam vor einem halben Jahr in die Schule. Ja. Und dann wird gleich nach einem halben Jahr Fehlverhalten in der Schule, sage ich mal so. Dann wird gleich diese dramatische Entscheidung getroffen, in eine Pflegefamilie zu gehen? Das war eine Entscheidung von mir. Also es kam nicht von der Schule aus. Was hast du denn sonst unternommen? Hast du den Jungen zum Psychiater, zum Psychologen? Er ist zum Therapeuten gegangen. Also er ist, ich habe im Anfang August, Mitte August kam er in die Schule. Ja. Und 2 Wochen später circa habe ich schon, 3 Wochen später ungefähr, habe ich schon gesagt bekommen, dass er anfängt, sich auffällig zu benehmen. Ja. Und also, ich halte das dann mal fest. Der Junge hat sich vorher ganz normal verhalten. Vorher. Ja. Dann ist er ein halbes Jahr in die... Was dazu halt kam, dass auch in genau derselben Zeit, als er auch in die Schule kam, sein Vater plötzlich vor der Tür stand. Hm. Und das vom Therapeuten auch vermutet wird, dass es was mit der Situation des Vaters zu tun hat. Dennoch muss ich das nochmal sagen, weil mich das so verwundert, dass so eine dramatische Entscheidung, ein Kind wegzugeben, was heißt das überhaupt jetzt, in eine Pflegefamilie zu geben? Was bedeutet das? Ist er ganz weg von dir? Es ist erstmal so, dass er, also wahrscheinlich bis zum Sommer. Ja. Es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich muss auch ehrlich sagen, es war jetzt Montag so, dass ich ihn früher von der Schule abholen musste, Dienstag so, Mittwoch so, letzten Freitag auch. Okay, ich verstehe, ich glaube dir, dass das dramatisch ist, was da in der Schule passiert ist. Dennoch die Frage, was heißt Pflegefamilie? Ist er jetzt ganz weg von dir? Nein, er kommt wieder. Wann kommt er wieder? In 4 Monaten circa. Ja. Es ist einfach eine Stelle, die ihn nimmt, damit ich wieder Kraft tanken kann, weil es ist so... Du weißt nicht, es ist so schlimm, wenn du dir jeden Tag das von der Schule anhören darfst. Du kannst dich zu Hause nicht bewegen. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Ich musste meinen Sohn innerhalb von 10 Minuten aus der Schule wieder abholen. Mhm. Also was hat denn dieser Therapeut, der den Jungen betreut hat, hat der das auch vorgeschlagen mit der Pflegefamilie? Er war sich nicht ganz sicher. Er sagte, der Florian, so heißt mein Sohn, braucht vielleicht auch mal einfach einen Klaps, weil er es halt wirklich rausgefordert hat. Aber also der Therapeut war sich nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Kritisiert der Therapeut dich? Das höre ich so ein bisschen heraus. Gehst du zu leicht mit dem um und zu nachsichtig, nachgiebig vielleicht? Ich war zu nett, auf jeden Fall. Also ich war zu nett und hab's viel durchgehen lassen, was sich in den letzten Jahren aber auch sehr geändert hat. Mhm. Und ich denke, das lag auch einfach an der Situation, dass ich halt Vollzeit berufstätig war. Okay.
Er ist jetzt für einige Monate dort in einer richtigen Familie untergebracht. Also ich konnte es mir aussuchen, ob er in ein Heim geht oder in eine Familie. Und das ist eine Familie? Das ist eine Familie, und ja. Kannst du ihn währenddessen sehen, besuchen? Kann er dich besuchen? Das ja. Ja. Also eine Woche nicht, aber er hat mich heute Morgen gleich angerufen. Und und es ist dann geplant, dass der Junge danach dann wieder ganz zu dir zurückkommt. Sofort, ja. Was versprichst du dir von diesem Pflegeaufenthalt, Pflegefamilienaufenthalt, außer dass du etwas zur Ruhe kommst? Was versprichst du dir für den Jungen? Ja, ich denke, es ist einfach eher so, dass ich mit meiner Kraft vollkommen am Ende bin und ihn da auch nicht stützen kann in der Zeit, ne? Also es ist so, man geht hier raus und die Leute sprechen einen an, ihr Kind hat meinen Sohn geschlagen. Okay, die Frage war nochmal auf die Frage, was versprichst du dir für den Jungen? Für dich, dass du jetzt mehr Ruhe hast, ist mir klar. Er wird leiden, aber er wird vielleicht auch verstehen, dass das alles kein Witz ist, weil er hat das teilweise ins Lächerliche auch gezogen, ne? Also siehst du es auch so als eine Art Bestrafung für ihn? Nein. Also ich glaube... Wie hat er sich denn dazu gestellt? Ich meine, für so einen 7-jährigen kleinen Jungen ist das ja auch schlimm, dann von zu Hause und von der Mutter wegzukommen. Was hat er gesagt? Er hat, als ich ihn darauf vorbereitet habe, es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht darauf vorbereitet habe, hat er gemeint, bringst du mich denn endlich dahin? Das war dann aber eher so ein, ich versuche meine Tränen zu unterdrücken und bin jetzt stark. Mhm. Als die Familie dann da war, sagte er nur, Mama, du hast mir immer verboten, mit fremden Leuten zu reden. Ich gehe da nicht mit. Ja. Aber dann ist er doch mitgegangen. Er ist mitgegangen. Aber mit schwerem Herzen. Er hat mich noch meinen Arm genommen, hat sich dann umgedreht und ist gegangen. Weißt du, Ulrike, was ich glaube, dass, ich weiß ja nicht, wie dein Leben so im Allgemeinen verläuft. Ich glaube, dass wenn du nach einem halben Jahr schon so angeschlagen bist, nach einem halben Jahr der Probleme mit dem Jungen in der Schule, dass du zu einer solchen Maßnahme greifst, sagt mir das, dass es dir eigentlich auch nicht sehr gut geht. Stimmt das? Mir geht das nicht gut. Also im Moment geht es mir nicht gut. Im Moment sowieso, aber ich meine auch so ganz generell. Doch, es ging mir gut. Ich konnte arbeiten gehen, ich hatte mein Leben. Aber es ist jetzt wirklich so, und das ist auch nichts, was ich jetzt hier übertreibe, es ist halt wirklich so, dass diese Gewaltausbrüche meines Sohnes so extrem war, dass er eine Gefährdung für sich und für andere war. Und es war nicht so, dass es einmal in der Woche vorgekommen ist, sondern ständig. Ich habe das schon so verstanden. Mich macht nur so etwas unsicher und irritiert, dass nach einem halben Jahr dann schon jetzt so eskaliert ist. Ich meine, nur ist es passiert. Die Schule hat mir gedroht, also die Schule drohte mir mit sofortigem Rausschmiss. Geht er denn jetzt weiter in diese Schule? Nein, er geht an eine andere Schule. Sind das denn ausgebildete, besondere, welche Vorzüge hat diese Pflegefamilie? Ich denke, was er immer sehr vermisst hat, ist dieses Familienleben mit Papa. Er hat dann einen Mann an seiner Seite erstmal. Er hat einen großen Bruder in Anführungsstrichen da, der schon älter ist. Also das gibt mehr Orientierung und führt ihn vielleicht mehr. Ja, jetzt solltest du natürlich vielleicht ein bisschen Halt. Ja, jetzt solltest du natürlich die Zeit nutzen, an dir etwas zu tun. Denn du bist diejenige, die letztendlich die Verantwortung trägt. Und ich will jetzt nicht von Schuld reden, aber letztendlich warst du jetzt überfordert. So kann man es vielleicht ausdrücken. Du hast dich überfordert und ich sage dir auch ehrlich, und ich habe keine Familien im Hintergrund, wo ich ihn hätte hingeben können, und ich sage dir ganz ehrlich, wäre es weiter so gegangen, er hat mich echt aggressiv gemacht. Jeden Tag dasselbe, jeden Tag wieder in die Schule gehen, ihn abholen zu müssen. Was planst du denn jetzt für dich zu tun, damit du, wenn er dann zurückkommt in einigen Monaten, dass du besser mit der Situation wirst umgehen können? Also ich werde weiterhin zu auch diese Gespräche beim Therapeuten, das ist ja ein Familientherapeut, wahrnehmen. Ja. Und werde beruflich wieder anfangen, was zu tun, weil es mir ganz wichtig ist. Werde auch das, was mein Sohn sich gewünscht hat, sein Zimmer neu renovieren. Und ich denke, diese Zeit wird auch sehr schnell wieder rumgehen, Also
Das Zimmer renovieren ist nett, aber glaube ich, ist nicht so ganz wichtig. Wichtig, das hat er sich gewünscht. Okay. Also, wichtig ist, dass du stabil wirst, dass du eine Haltung gewinnst, dass du eben auch den Jungen führen kannst und leiten kannst. Ja. Vielleicht ist das sogar jetzt, gut, es ist irgendwie also unglücklich und traurig, aber nur ist es im Moment, wie es ist. Und da muss man ja sehen, dass man das Beste daraus macht. Ja. Dass du wieder so richtig zu Kräften kommst, dass der Kontakt weiterhin gut ist zu deinem Jungen und dass er sich dann auch freut, zurückzukommen. Aber es darf natürlich auf keinen Fall passieren, dass danach dann die gleiche Geschichte von vorne losgeht. Ja, da muss man mit allen Mitteln dagegen arbeiten. Was mir auch wichtig war, ist, dass mein Sohn weiterhin zum Therapeuten geht. Mhm. Er geht auch weiterhin dahin, auch zu demselben Therapeuten. Ja. Und der Therapeut sagte auch, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis sich Erfolge bei meinem Sohn einstellen. Ja. Dann wollen wir das gemeinsam hoffen. Und ich hoffe sehr auch, dass du es schaffst und dass du wieder so richtig auf die Füße kommst, sagen wir es mal so, ganz salopp. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Ulrike. Und dass sich die Sache dann nach ein paar Monaten wieder mit dir und deinem Sohn so gut einrenkt, dass das ein gutes Familienleben wird. Ich hoffe es. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wenn du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte über die Situation sprechen möchtest, kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich biete es dir an. Ja, das wäre gut. Okay, dann machen wir es so. Liebe Ulrike, du legst bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Ja. Tschüss. 0800 220 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR Fernsehen oder bei 1 Festival, dann meldet euch bei mir oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Christian und Christian ist, wie alt ist er? 32. Hallo Christian. Ja, guten Morgen Domian. Ja, guten Morgen Christian. Was ist dein Thema? Ja, ich bin total nervös und wenn ich gleich so ein bisschen stotter, nicht sofort lachen. Okay? Nee. Also, mein Thema ist Mixed Wrestling. Sagt das irgendwas? Ich hab's akustisch gar nicht verstanden. Dein Thema ist was? Mixed Wrestling. Du kennst Ringkämpfer? Ja. Und zwar die zwischen Mann und Frau. Kannst du das ungefähr vorstellen? Ja. Und das so auf einer erotischen Basis halt. Also keine Gewalt, kein Blut, kein gar nichts. Ach. Sondern ein Ringkampf, in dem ein Mann gegen eine Frau verliert, aber alles sind Pfosten bereist. Wie verliert? Gezielt verliert? Ja, genau, gezielt verliert. Achso, und wie nennt man das? Kein sportlicher Wettkampf. Nein, ganz wie nennt man das? Mixed Wrestling wird das eigentlich genannt von der Szene. Also ich verstehe es aber nicht. Irgendwas mit Mixed oder wie? Ja, richtig. Ja, Mixed Wrestling. Genau. Wie? Das habe ich noch nie gehört. Also es sind Schaukämpfe zwischen einem Mann und einer Frau, erotische Ring. Das ist ein erotischer Ringkampf. Ein erotischer Ringkampf, wo aber von vornherein feststeht, dass die Frau gewinnt. Richtig. Ganz genau. Warum? Warum muss die Frau gewinnen? Du, ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass mich das unwahrscheinlich anhört. Machst du das selbst auch oder guckst es dir an? Nee, ich mache es selbst gelegentlich auch. Also nicht immer, aber wenn ich die Möglichkeit habe, ja. Wo macht man das? Ich weiß, also wo macht man das? Ja. Ja, man muss halt entweder eine Frau finden, der man dementsprechend vertraut. Ja. Oder man muss halt wirklich das Geld dafür haben, um zum Beispiel in ein Aero-Center zu gehen oder so. Das mache ich aber eigentlich eher weniger. Ich dachte, sowas gäbe es auch vor Publikum, dass man da bei so einer Party oder so das machen könnte. Die gibt es bestimmt auch, aber da habe ich überhaupt keinen Plan von. So, jetzt erklär es mir genauer. Das Ringen, das erotische Ringen, wie zum Beispiel, was hat man an währenddessen? Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, der Mann kann gar nichts anhaben, also dementsprechender Körperschutz jetzt, um Krankheiten zu vermeiden. Oder halt... Na, beim Ringen gibt es dann noch nicht so die Krankheiten. Ja, aber es kommt früher oder später doch dazu. Dass der natürlich, so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch beim Ringen im Moment. Ja, klar. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass nach diesem Ringkampf nichts der Geschlechtsverkehr stattfindet. Habe ich mir fast gedacht. Es ist wirklich nur das Vorspiel eigentlich. Was hat die Frau an während des Ringens? Meine absolute Lieblingsvorstellung oder ja, so wie da, was sind deine Erfahrungen? Ist das völlig offen? Können die auch ganz nackend sein, die Frauen, oder haben die ganz nackend, nicht ein bisschen Verpackung muss ja schon. Bisschen Verpackung muss sein. Und macht man das dann auf dem Boden, auf einer Matte oder auf einem Bett, auf dem Boden, auf einem dicken Teppich, wo immer du auch willst. Und es sieht dann so wirklich aus wie bei einem Ringkampf, aber es ist eben kein Ringkampf. Richtig, es ist einfach nur so ein softes Spiel davon, also ein softer Abklatsch. wie lang dauert dann so ein erotisches Ringen? Ja, es kommt drauf an, wie fit man ist. Also ich
meistens so zwischen 10 und 15 Minuten, aber dann läuft einem auch so der Schweiß vom Kopf, ja, dass man wirklich... Also, achso, das ist dann also nicht der Schweiß aufgrund deiner Erregung, sondern aufgrund der körperlichen Anstrengung. Nein, ernsthaft, ich schwöre, ich komme auch davon sportlich ins Schwitzen. Ah ja, es kommt natürlich auf die Frau an, ne? Wenn die gut trainiert ist und stark. Ja, das darf sie zum Beispiel nicht sein. Es sollte schon eine Durchschnittsfrau sein, so wie ich ein Durchschnittsmann bin. Ach so, das darf also keine Boxerin sein. Heute gab es ja großes Boxen im Fernsehen. Regina Heilig wäre völlig unangebracht. Ja, oder auch nicht, ne? Vielleicht wäre das auch besonders, besonders geil. Ja, wahrscheinlich, aber nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Wie bist du denn auf diese Art des sexuellen Spiels gekommen? Ja, das ist so ein Ding, das frage ich nicht wirklich. Also ich habe im Internet recherchiert und mal bei anderen Leuten gefragt, es gibt zum Beispiel Foren, wo man ja mal fragen kann, worum es geht, und man tauscht sich aus mit Gleichgesinnten. Und ich weiß es wirklich nicht. Und auch keiner der anderen kann es genau sagen, warum er darauf steht. Also ich. Nee, die Frage war nicht, warum du darauf stehst. Die können wir auch gerne erörtern. Die Frage war erstmal, wie du darauf gekommen bist. Wie ich darauf gekommen bin, dass ich darauf stehe. Nein, wie du auf diese Art des Ringens gekommen bist. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Hast du es irgendwo gesehen oder hat es dir jemand erzählt? Nein, das ist es ja. Ich habe nirgendwo irgendwo ein Beispiel dafür gefunden, sondern es kam irgendwann, ich habe mal gesehen, zwei Menschen umschlungen ineinander, und da dachte ich, ich kann es nicht genau erklären, ich weiß es wirklich nicht. Aber offensichtlich ist das ja nicht nur dein Privatvergnügen, sondern es gibt da eine Szene und es gibt sogar einen Begriff dafür, wie du es gerade sagtest. Ja, es gibt eine richtige Szene und es gibt einen richtigen Begriff dafür. Und der Begriff dafür ist Mixed Wrestling, also Wrestling. Ja. Ne? Also du hast es durch Zufall irgendwo gesehen und hast gemerkt, das ist auch was für mich. Ja, ganz genau. Irgendwann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich mag. So, jetzt hast du gerade die interessante Frage aufgeworfen, der wir gerne nachgehen. Warum macht dich das so an? Ich habe keine Ahnung. Wobei die Frage eigentlich auch ein bisschen blöd ist. Das ist ja auch irgendwie also erotisch. Wenn man mit jemandem so ringt und rumkämpft, den man gut findet, ist das ja auch irgendwie nicht schlecht. Also ich sag mal, ein erotischer Frauenkörper, leicht durchtrainiert, leicht muskulös, vielleicht zum Beispiel, erweckt dann halt dementsprechend die Begierde, halt man sieht dieser Frau absolut eins zu sein. Das geht halt in diesem Bereich für mich absolut zu. Ja, aber es gibt klare Regeln. Also ein Kinnhaken oder so ist nicht drin. Nein, absolut nicht. Ich meine, interessant wird es ja sicherlich, wir hatten vor einer Woche oder vor zwei Wochen schon, ich weiß es gar nicht, Zeit vergeht so schnell, das Thema verrückte Partys. Das wäre doch der absolute Gag, so eine Party zu organisieren, und dann sind vielleicht da 15, 20 Leute als Gäste und in der Mitte baut man so ein Lager auf, das hört sich durchaus interessant an. Ja, das wäre doch interessant, mit so einem Mattenlager und dann könnte man abwechselnd ringen. Richtig. Das wäre doch scharf. Es hört sich gut an. Könnte man gut mal zu so einer Party gehen oder mal so eine Party veranstalten. Ja, veranstalten ja nicht, weil ich eine ziemlich kleine Wohnung habe, aber prinzipiell wäre ich einverstanden. Wahrscheinlich, es gibt ja alles. Wahrscheinlich gibt es das schon längst und ich erzähle hier irgendwie, denke mir neue Sachen aus, die es schon längst gibt. Ja, hast du denn eine Freundin zurzeit? Nein, ich bin ewig und 3 Tage Junggeselle. Was heißt denn ewig und 3 Tage? Ja, ich bin so ein Kerl, dem gehen die Frauen nach einer Woche auf den Sack, sag ich mal so, und deswegen bin ich nicht fest so. Ja, komm, jetzt Butter bei die Fische. Wie lange bist du solo? Also seit meiner gelösten Verlobung, 1994. Oh. Ja, ist schon lange her, ne? Oh, 94? Ja, richtig. Da warst du wie alt? Ah, für 94? Mhm. Also ich bin mit 18 von der Schule erst abgegangen, 19 muss ich gewesen sein. Und seitdem jetzt bist du 32 und seitdem keine feste Beziehung mehr gehabt? Richtig. Aha, auch nicht verliebt? Eigentlich nicht. Ja, ich warte ja immer noch drauf, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bis jetzt hat es noch nicht so geklappt. Und ist das für dich noch okay oder grübelst du bisweilen? Nein, prinzipiell ist es für mich völlig okay. Ach so. Ich bin glücklich, wie ich bin halt. Ja. Und, hast du denn wenigstens ab und zu mal Sex, oder? Ja, natürlich. Das schon. Ich bin noch kein Almöhi. Natürlich. Du hast natürlich auch Sex nach dem Ringen, ne? So wie du es mir gerade beschrieben hast. Ja, das ist aber wirklich nichts, was ich jetzt tagtäglich mache oder einmal die Woche. Ja, ja. Das ist eine Woche oder so, sondern es kommt vor, dass ich total Bock drauf habe. Ja, ich glaube, es ist doch wahrscheinlich auch schwierig, so Frauen zu finden, die auf so etwas stehen, oder? Das ist schwieriger, als eine Frau zu finden, die einen Mann ohne Geld und ohne Zähne mag. Ja, in der Tat. Also, wobei, wenn man, ich meine, die Frauen haben es ja gut, die siegen immer. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, natürlich, aber man muss es den Menschen auch verkaufen. Und man kann den Menschen besser verkaufen. Du
du, hör mal, ich mag es, wenn du mich mit einer Peitsche auspeitscht, als, hör mal, ich mag es, wenn du gleich auf mir sitzt und meinen Arm auf den Boden drückst. Stimmt, ja. Obwohl es harmloser ist, aber es klingt eben noch ungewohnter. Ja, was heißt harmloser? Ich sag immer, wer Spaß dran hat, soll es machen. So, jetzt haben wir ein bisschen Werbung für diese Art der sexuellen Lustbarkeit gemacht. Und wenn du mal auf einer Party warst, dann würde ich mich gerne mit dir nochmal unterhalten. Auf so einer Party warst, meine ich. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Nein, ich wollte mir das einfach nur mal von der Seele quatschen. Ja, finde ich. Ich habe mit jemandem drüber gesprochen. Ja. Deswegen dachte ich, komm, jetzt, was ist besser, als wenn ich es jetzt rausposaune, ne? Definitiv. Und ich höre immer gerne solche Sachen. Hab sowas noch nicht gehört, dass es das gibt. Und viele von unseren Zuschauern und Zuhörern sicherlich auch nicht. Also bedanken wir uns sehr herzlich für deinen Anruf und dass du es erzählt hast, Christian. Ja, bitteschön. Alles Gute und viel Spaß weiter. Autogramm haben. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann solltet ihr jetzt anrufen. Und der Christoph hat das auch getan. Christoph ist 21. Hallo Christoph. Hallo Domian. Also erstmal wollte ich sagen, dass deine Sendung wirklich echt geil ist, einfach so oft. Gut. Dankeschön. Ja, sehr nett. Also bei mir ist Folgendes passiert. Ich war gestern in der Disco, hab dort natürlich auch entsprechend Alkohol konsumiert. Karnevalsmäßig oder? Bitte? Warst du karnevalsmäßig unterwegs oder bist du nicht aus dem Rheinland? Normal, es waren natürlich auch viele verkleidete Leute da, aber ich nicht unbedingt. Ja. Also, ja, hab natürlich dort auch gebechert, bin dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, bis zum Bahnhof und dort habe ich mein Auto abgestellt. Das ist in etwa 500 Meter bis zur Wohnung. Hab mich ins Auto gesetzt. Ist doch mal eben, das Auto stand 500 Meter von der Wohnung entfernt. Ja, oder wie? Also du bist Straßenbahn gefahren zum Parkplatz, dort stand ein Auto und von dem Parkplatz waren es noch 500 Meter zur Wohnung. Ja. Warum bist du denn dann überhaupt die 500 Meter mit dem Auto gefahren? Frage ich mich jetzt auch. Erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich mich ins Auto gesetzt. Natürlich. Besoffen? Ja. Ja. Und hab dann einen Spiegel abgefahren an einem parkenden Auto. Ja. Deinen oder von dem anderen Auto? Vom anderen Auto. Ja. Gut, mein Auto ist natürlich auch etwas beschädigt, aber das ist zweitrangig. Ich hab dann gehalten, hab einen Zettel hinterlassen, an die Windschutzscheibe geheftet, mit meinen Personalien, meinem Kfz-Kennzeichen und so weiter, Telefonnummer, und bin dann nach Hause gefahren. Dann war ich bei mir in der Wohnung und hab mich gefragt, ob ich so wirklich juristisch auf der sicheren Seite bin oder nicht. Und ich war mir völlig unsicher und deswegen habe ich mir gedacht, komm, um eben eine Anzeige wegen Fahrerflucht oder sowas zu entgehen, rufst du besser bei der Polizei an, dass es notiert ist. Ja. Und da habe ich bei der Polizei angerufen. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie dann nur notiert, festgehalten, dass eben dem so war. Ja. Und dann kann ich in mein Bett gehen. Ja. Dem war nicht der Fall. Die Polizisten haben dann gesagt, dass ich vor meiner Wohnung warten soll. Und dass sie vorbeikommen, eine Streife vorbeischicken. Und ja, und ich musste dann blasen. Das heißt, die hatten schon was vermutet? Haben die oder war das obligatorisch? Vermutlich obligatorisch. Ja. Wie viel? 1,3. So, und du? Tja, dann natürlich Blutkontrolle, alles Mögliche und muss man jetzt abwarten, was mich da erwartet. Also wahrscheinlich bei einem Ersttäter wie bei mir etwa ein Jahr Fahrverbot, circa 600 Euro Strafe, also 2 Monatsgehälter. Ich bin Student, bekomme BAföG, also dann etwa 600 Euro. Ja. Und 7 Punkte in Flensburg. Ja. Und möglicherweise, das ist jetzt so noch nicht geklärt, wird die Versicherung den Schaden nicht begleichen können. Christoph, ich bin in solchen Verkehrsdelikten immer ganz radikal. Ich finde, das geschieht dir recht. Hast du, ja. Ich finde, das geschieht dir recht. Du Idiot, das fährst du denn noch Auto, die paar hundert Meter? Natürlich, völlig idiotisch. Völlig idiotisch. Ja, recht. Und vor allem hätte es ja auch nicht nur ein anderes Auto, sondern ein Mensch sein können. Ja, es hätte auch auf den 500 Metern irgendwas Schlimmes passieren können. Ja. Insofern kann man fast sagen, dass es eine gute Fügung war des Schicksals. Ich meine, du hast es besonders gut gemeint und wolltest da nicht als fahrerflüchtig gelten und bist dann selbst richtig reingerissen, aber reingerissen nur in Anführungszeichen. Ja.
Also wenn ich die Polizei nicht angerufen hätte, dann hätte derjenige sich bei der Versicherung gemeldet. So wäre das normal dann abgelaufen. Dann wäre das normal abgelaufen wahrscheinlich. Mhm. Und so habe ich mir durch meine Ehrlichkeit selbst ins Bein geschossen. Aber erklär mir doch mal, was da in dem Kopf abgegangen ist, überhaupt mit dem, bevor du feiern gefahren bist. Da war dir doch wahrscheinlich schon klar, dass du was trinken wirst in der Disco. Ja. Ich hatte eigentlich dann vor, die paar Meter zu laufen. Ach so. Mhm. Und dann habe ich das Auto gesehen und habe ich gedacht, komm, die paar Meter, die schaffst du so. Aber spätestens, als du den Spiegel abgefahren hattest, da hättest du doch die Alarmglocken schrillen müssen. Ja, natürlich haben sie auch. Haben sie aber, nee, offensichtlich nicht richtig. Da bist du ja weitergefahren. Ja, gut, es waren dann nur noch 20 Meter. Mhm. Es war wirklich direkt vor der Haustür. Ich meine, du hast den Spiegel auf dem Parkplatz abgefahren. So hatte ich es gerade verstanden. Nein. Da war ich eigentlich schon fast da. Ach so. Tja. Ja, das ist jetzt eine Lehre, ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv, ja. Gibt es denn jetzt irgendwie so den kleinen Schweinehund in dir, der so dir ins Ohr flüstert? Scheiße, hätte ich doch die Polizei nicht angerufen. Natürlich. Vor allem, also, scheiße, hätte ich mich nicht ins Auto gesetzt. Na gut, das ist sowieso klar. Und scheiße, hätte ich, also, das ist natürlich auch, darüber ärgere ich mich auch irgendwo, dass ich mir selbst ans Bein gepingelt habe durch meine Ehrlichkeit und dass es einfach normal hätte verlaufen können, wenn eben über die Versicherung dann, und tja, da hätte kein Hahn mehr danach gekräht. Mhm. Und dadurch habe ich, also ich bin ja Student, wie ich schon erwähnt hatte. Mhm. Und was studierst du denn? Biologie. Mhm. Und ich wollte nebenbei, weil ich jetzt auch schon vorher gemacht habe, als Rettungssanitäter arbeiten. Mhm. Da habe ich jetzt am Montag hätte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und das kann ich mir natürlich jetzt auch abschminken. Pah. Ja, aber ich finde, es kann gar nicht hart genug sein. Jetzt werden ja demnächst auch die Strafen noch härter für Fahranfänger, dass die 0,0 Promille Alkohol. Finde ich auch richtig. Ich finde das sogar, das hätten wir von... Aber ich gebe dir da recht. Wie bitte? So kurios, wie das in meinem Fall klingt, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ja, ich bin da radikal. Ich finde, das hätten wir von der DDR übernehmen sollen, dass für alle 0,0 Promille gilt. Ich bin auch für ein Tempolimit auf den Autobahnen in Deutschland. Was für ein Wahnsinn. In der ganzen Welt gibt es Tempolimits und nur unser kleines Deutschland, wo es eng ist und voll, wird teilweise gerast wie bescheuert. Ja gut. 120 reicht völlig aus. Ja gut, ist wieder ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, ja. Ja. Aber, wie gesagt, ich finde, die Strafe ist irgendwo gerechtfertigt. Mhm. Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich hätte andere Menschen gefährden können, ich hätte mich selbst gefährden können. Aber ich ärgere mich trotzdem wahnsinnig darüber, dass ich die Polizei angerufen habe. Mhm. Weil, was passiert ist, ist passiert, der Spiegel und, ja, aber man hätte das Ganze dann einfach ruhig regeln können. Beziehungsweise hätte mich auch am nächsten Morgen noch bei der Polizei melden können. Aber das ist jetzt alles müßig, ne? Ja, natürlich, hätte, wäre, wenn. Tja, genau. Aber... Ich denke mal, aufgrund dessen, wie du dich verhalten hast, im Nachhinein, das war ja schon sehr korrekt, das muss man ja in all der ganzen Misere sagen, glaube ich ja, dass du eine Grundeinstellung hast, die sehr okay ist. Und aufgrund dieser heftigen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, glaube ich, wirst du sehr viel lernen und es wird nie wieder sowas passieren, bin ich sicher. Ich glaube, du wirst nie wieder mit Alkohol fahren später. Man nimmt sich natürlich viel vor. Ich nehme mir das auch jetzt zu 10.000% vor, dass ich mit 0,0 nur noch fahre. Mhm. Aber das habe ich mir, als ich den Führerschein gemacht habe, natürlich auch vorgenommen. Ja, aber da hast du noch nicht so die drastische Erfahrung gemacht, von wegen ein Jahr Führerscheinentzug und Geldstrafe und Punkte und so weiter. Ja, genau. Ja, ja genau. Das stimmt, ja. Lieber Christoph, musst du jetzt durch? Ja. Es hätte alles noch schlimmer kommen können. Natürlich. Sei froh, dass es dann nur so gekommen ist. Ja. Und ja, jetzt kannst du ja am Wochenende nochmal die Sau auslassen und feiern, bis es kracht. So eine Straßenbahn fährst. Das ist mir jetzt nicht wirklich zumute. Ja, das glaube ich dann wieder mal. Die Laune ist im Eimer. Lieber Christoph, alles Gute. Ja, kann ich ein Autogramm haben, bitte? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und weiter geht es mit Julia. Julia ist 18 Jahre. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Julia? Also bei mir geht es darum, ich habe eine Freundin seit 2 Jahren und die hat mich heute verlassen. Und zwar hatte sie vorher schon mal eine Affäre. Heißt Freundin? Ist das eine lesbische Beziehung? Ja, genau. Ja. Und sie hatte davor schon mal eine Affäre für 2 Wochen und die habe ich ihr verziehen und mit der gleichen Frau ist sie aber jetzt wieder zusammen. Wie lange liegt denn diese Affäre zurück? Die Affäre liegt ungefähr 2 Monate zurück. Oh, da ist es schon aufgebrochen wahrscheinlich zwischen den beiden und aufgeflammt.
Ja, es ist halt so, wir sind alle drei an der gleichen Schule. Mhm. Ich und meine Ex-Freundin sind im Abschlussjahr. Mhm. Und die andere ist eine Klasse unter uns. Und wir sind halt immer miteinander, also sind immer im Pausehof oder so, wir sehen uns halt immer. Und ich weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll, weil es... Wie war das denn jetzt am Ende? Wann war das jetzt? Heute, vorgestern oder? Heute vor drei Stunden. Heute vor drei, das ist aber noch ganz, ganz frisch. Ja. Und wie ist das Gespräch so verlaufen? Also ich habe sie angerufen, weil ich einfach wissen wollte, wo sie ist, weil sie gesagt hat, sie kommt vorbei. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist bei einer Freundin. Dann habe ich gesagt, dass ich das irgendwie nicht glaube. Und ja, dann habe ich halt diese Frau im Hintergrund gehört. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie bei ihr ist. Und dann hat sie gesagt, ja. Mhm. Dann habe ich gemeint, warum? Und dann hat sie gemeint, ja, sie will mal mit mir reden. Dann habe ich gemeint, das sagst du mir halt gleich. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja, sie kann sich nicht zwischen uns entscheiden. Und ja, sie weiß nicht. Und sie glaubt, sie will wieder zu ihr zurück. Sie was? Sie glaubt? Sie glaubt, sie will wieder zu ihr zurück. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja oder nein. Und sie gesagt, ja, sie will nochmal reden. Aber dann habe ich gesagt, nee, dann hat sich's ja eigentlich erledigt. Ach, das war alles am Telefon dann? Ja. Nach zwei Jahren? Ja. Und jetzt seht ihr euch, werdet ihr euch in der Schule immer sehen? Ja. Das ist wirklich hart, Julia. Das finde ich wirklich hart. Weil du denen ja nicht aus dem Wege gehen kannst, ne? Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, jeden Tag gehst du jetzt mit Angst in die Schule und ja. Zeigen die ihre, meinst du, die, ist das so, dass die ihre Beziehung auch zeigen, dass die so Hand, ja. Hm. Auf jeden Fall, ja. Hm. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Da gibt es überhaupt keine richtige Rettung und Lösung. Wie lange dauert die Schulzeit noch auf der Schule? Ja, ein halbes Jahr noch. Halbes Jahr. Das wiederum ist ja ganz, ganz gut. Ja, stimmt. Ne, wenn es jetzt noch viel länger dauern würde, wäre das, ein halbes Jahr ist ein halbes Jahr, das ist auch schon schlimm, aber ist immerhin eine absehbare Zeit. Ja. Das heißt, dann machst du was für einen Abschluss? Staatlich gebürtete Sozialpflegerin. Ah ja. Hm. Hm. Liebst du denn dieses Mädel noch sehr? Ja. Hm. War das deine erste längere Beziehung? Nein. Sie war meine dritte Freundin und meiner ersten Freundin war ich schon ein Jahr zusammen. Ach so. Hm. Ah, Julia. Das hast du, den Liebeskummer? Ja. So überhaupt, das ist ja schon schlimm genug, die Vorstellung, die ist jetzt bei der. Ja. Wir haben zwei Jahre Leben miteinander verbracht und alles ist vorbei, alles ist weg. Ja. Was meinst du denn, wie es deiner, ich sag jetzt mal, Ex-Freundin geht, wenn die dich in der Schule sieht? Ich weiß es nicht, weil ich es überhaupt nicht abschätzen kann. Weil sie hat halt, wir waren jetzt die ganze Zeit zusammen und sie hat jetzt auch Auto gekriegt und sie war die ganze Zeit bei mir und halt, das ging von einem Tag auf den anderen. Mhm. Also ich habe das überhaupt nicht gedacht, dass es noch passiert. Wollte ich gerade mal fragen, wie war denn so die Stimmung in den letzten Wochen, letzte Woche zum Beispiel, letztes Wochenende und so in letzter Zeit. Die Stimmung war gut und sie hat, sie war da und wir haben miteinander gekocht, wir haben alles gemacht und zwar, die Stimmung war super, es ist eigentlich alles perfekt gelaufen. Mhm. Und dann heute, wie ich auch in die Schule gekommen bin, hat sie halt mit ihr geredet und ich habe mich gewundert eigentlich und dann hat sie mich völlig ignoriert, wie sie mit ihr geredet hat und dann habe ich mir schon gedacht, da stimmt was nicht, dann hat sie darauf angesprochen, hat sie gemeint, ja und das war nicht so und ja. Mhm. Diese zwei Wochen, als sie dir da fremdgegangen ist, war das eine richtige heimliche Beziehung, die sie parallel zu dir hatte? Nein, die ist nicht fremdgegangen direkt, sondern ich habe mit dir Schluss gemacht. Ach so, ihr habt für zwei Wochen Schluss gemacht quasi. Ja, genau. Und währenddessen hat sie dann diese Frau kennengelernt. Ach so. Und warum hattest du mit ihr Schluss gemacht? Ja, einfach aus dem Grund, weil es einfach viele Sachen gab in der Beziehung, die einfach nicht gepasst haben. Sie war, also sie ist ein Mensch, der gibt nicht viel. Mhm. Also sie ist ein Mensch, der nimmt viel, aber der gibt nicht viel. Und ich habe immer versucht, so viel möglich zu geben, weil ich sie einfach lieb und weil sie mein Ein und Alles ist. Und irgendwann hat mir die Kraft gefehlt dafür. Und dann habe ich Schluss gemacht. Also Julia,
Es ist immer schwer und immer letztendlich endet es unglücklich, wenn man mit Nehmern zusammen ist. Mit Menschen, die die Hände aufhalten. Ja. Natürlich, wenn man noch verliebt ist, dann, aber du, empfindet man das nicht so, aber du hast es ja schon so empfunden, wenn du sogar schon mal Schluss gemacht hast mit ihr. Ja. Ich finde das einen ganz schlimmen Charakterzug, wenn ein Mensch eher nur nimmt, als den gibt. Und auf Dauer ist das immer verbunden mit Unglück. Vor allen Dingen, wenn man dann wenn man sensibel darüber geworden ist. Ja, meine ganzen Freundschaften sind auch, also viele sind kaputt gegangen und viele Freundinnen sagen, sie wollen nicht mehr mit ihr weggehen. Hm. Ist sie so in ganz profanen Dingen auch einfach geizig? Ja, also sie, ja. Hm. Also sie sagt auch nicht viel, sie ist sehr ruhig und eigentlich, wenn man sie so sieht, ein ganz kühler Mensch, aber wenn man sie näher kennenlernt, dann schon, dann blüht sie schon auf. Aber wenn jetzt meine Freundin, wie sie kennengelernt hat, sie hat nichts gesagt, sie hat sich mit denen einfach nicht unterhalten, nicht beschäftigt. Hm. Und meine ganzen Freunde, die das auch immer mitkriegen, was so passiert in einer Beziehung, die sagen dann immer, mein Gott, Julia, verlass sie bitte und tu das bitte. Hm. Ach so reagiert schon das Umfeld, reagiert so darauf. Ja. Ja. Das ist ja auch schon eine Aussage, ne? Wenn das Umfeld, wenn alle so durchweg durch die Bank so sich die Meinung gebildet haben. Ja, meine Mama denkt auch so, meine ganze Familie, und das war schon für mich eine Belastung, weil ich eigentlich meine Eltern ganz, also schon mag und Also, aber ja. Dann war diese Beziehung ja auch nicht mehr so ganz im Lot. Die war auch nicht mehr so ganz optimal und alles war nicht im grünen Bereich. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast da schon deine erhebliche Kritik gehabt und du hattest auch deine Unzufriedenheit. Ja, aber ich wollte sie einfach nicht verlieren, weil ich sie einfach lieb und ich hätte jeden Fehler an ihr akzeptiert. Hm. Ja. Hast du ihr deine Kritik und das, was du so an ihr auszusetzen hast, dann auch einige Male mal so richtig ins Gesicht gesagt? Ja. Ist sie da empfänglich oder macht die dicht? Nein, die sagt gar nichts dazu. Also sie sagt immer ja und das stimmt nicht und dann sagt sie immer ja und du bist ja auch nicht besser und also sie lässt das alles nicht an sich ran. Es kann ja durchaus sein, dass die Geschichte noch nicht beendet ist. Gerade aufgrund dessen, wo ihr euch nur jeden Tag über den Weg lauft, dass das schon noch zu Auseinandersetzungen und Gespräche kommt. Was ich auch gut fände, weil 2 Jahre einfach nur so am Telefon zu beenden, finde ich ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Das muss nicht unbedingt hoffnungsvoll für dich sein, dass das nochmal in die Gänge kommt, aber ich glaube, ihr müsst auch nochmal miteinander reden. Ich finde auch, dass du dann recht zu hast, einfach mal, dass sie dir das mal erklärt, was da los ist und dass sie dann plötzlich so alles hinwirft. Warum? Ja. Würde dir das ein bisschen helfen? Hättest du da Interesse dran? Ich weiß nicht, ob es mir helfen würde, weil ich glaube, mit ihr komme ich auf keinen grünen Zweig in der Beziehung. Weil ich glaube nicht, dass sie kann nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass sie das. Jetzt musst du dir natürlich irgendwas vornehmen, du musst dir ein Verhalten überlegen, wenn du ihr über den Weg läufst, was machst du dann? Sagst du guten Tag, redest du oder sagst du gar nichts? Ignorieren. Auch nicht guten Tag sagen? Nein, ich glaube, wenn ich sie anschauen würde, das würde ich nicht schaffen. Ich hänge halt einfach zu viel an mir. Okay, wenn das so dein Weg ist, damit erstmal klarzukommen, dann nimm dir das so vor und mach das. Das ist aber schon hart, aber da gibt's keine Hilfe, wenn ihr euch da auf dem Schulhof seht. Nee, also ich meine, ich verstecke mich halt immer, wenn meine Freundinnen bzw. meine Freundinnen sagen, lenken mich dann mal ab oder sagen, hopp, wir gehen weg oder wir gehen rein oder so. Was machst du denn, wenn sie nochmal auf dich zukommt und wenn sie sagt, sie will sich mit dir nochmal treffen? Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn sie herkommt. Mhm. Weil ich nicht weiß, wenn sie mir ins Gesicht sagen würde, dass sie wirklich bei dieser Frau jetzt bleibt und dass es kein Zurück mehr gibt. Und dann weiß ich nicht, wie ich drauf reagiere. Aber weißt du, ich glaube, dass das langfristig sogar gar nicht so schlecht wäre für dich. Das ist zwar dann super weh, das ist super heftig und tut sehr weh, aber dann weißt du, woran du bist. Und das zerstört deine Hoffnung, was gut ist, und du kannst dich nicht in irgendwelche Träume hinein versetzen mehr. Also wenn die reden will und auf dich zukommt, würde ich das zulassen an deiner Stelle.
Je mehr du weißt, desto mehr kannst du mit den Dingen anfangen und die kannst du für dich verarbeiten. Ja. So, meine liebe Julia, mehr kann ich dir nicht sagen dazu. Das ist jetzt die Zeit des Liebeskummers, die muss man immer leider meistens so alleine für sich irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja. Dennoch wünsche ich dir alles Gute. Danke, ich dir auch. Und sehr nett von dir, vielen Dank. Und dass du da gut durch die Zeit kommst und ein halbes Jahr ist ja nur auch absehbar, wie gesagt. Ja. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Marie. Hallo Marie. Ja, hallo Domian. Marie ist 21. Genau. Und Marie hat deswegen angerufen? Ja, ich lebe seit nun mehr als 2 Jahren in einer Beziehung, die eigentlich unvorstellbar harmonisch sein könnte. Unvorstellbar harmonisch sein könnte? Ja, also praktisch das Traumbild einer Beziehung. Wenn nicht? Wenn nicht, wir seit Anbeginn und fortwährend absolut keinen Sex miteinander hätten. Ach. Wie, ja. Von Anbeginn? Ja. Seit 2 Jahren? Ja. Wie alt ist der junge Mann? 27. Ihr habt noch kein Mal miteinander geschlafen? Nein, leider nicht. Was habt ihr miteinander gemacht? Da haben wir uns eine Woche gekannt. Ja. Und da war es auch noch nicht so klar, ob wir nun wirklich fest zusammen sind oder nicht. Mhm. Es war vom Gefühl schon, aber es war noch nicht ausgesprochen. Da haben wir mal ziemlich intensiv rumgemacht. Mhm. Da fiel auch sowas wie, ich will dich und ja, schlaf mit mir. Und es sind dann viele andere Dinge passiert, aber eben nicht wirklich. Also kein Geschlechtsverkehr. Oh, genau. Und dieses Rummachen war auch nur einmal? Ja. Also ihr habt im Klartext euch noch einmal richtig nackig gesehen und... Es ist so, dass wir so ein Jahr lang schon auch immer nackt zusammen im Bett geschlafen haben. Ja. Aber ich sage immer, ich bin die Frau ohne Unterleib. Also. Das ist ja unfassbar. Ja. Ist er denn zärtlich mit dir? Wie soll man das? Also wir küssen uns auch gerne und viel. Mhm. Und er fässt gern meine Brüste an. So. Mhm. Und wir sind schon, ich glaube, sogar sehr zärtlich, aber... Ich habe das jetzt mal so vorausgesetzt, aber ich muss es nochmal fragen. Ich gehe davon aus, dass du gerne mit ihm schlafen würdest. Ja, ja, wir befriedigen uns auch nicht. Also ich habe, er hat mich jetzt unter der Gürtellinie bis auf dieses eine Mal gar nicht berührt nicht ein einziges Mal, in der ganzen Zeit nicht. Und du ihn? Es war eine Langeweile so, dass er das ganz gerne hatte, auch so im Auto und fass doch mal an und so. Ach, so weit schon. Ja, ja. Mhm. Also er das eigentlich sogar mich eher gedrängt hat, so hier, fass ihn doch mal an. Mhm. Und ich mich irgendwann davon verabschiedet habe. Also ich. Ja, warum auch, ne? Wenn nur du und nicht er und. Was hast du denn für eine These? Du musst da irgendeine Spekulation im Kopf haben. Seine Geschichte ist wie folgt. Also er muss oft geschäftlich nach Prag. Mhm. Er hat erzählt, dass so ein Jahr vor Beginn unserer Beziehung hätte er dort irgendwie unter Alkohol mit einem Mädchen geschlafen, das er nur ganz kurz kannte. Und es war eben auch eine Tschechin. Und man weiß ja, ne, die Prostitution boomt und er ist sich nicht sicher, ob er sich nicht vielleicht was eingefangen hat. Na gut, aber das kann man ja, hätte man ja schon längst eruieren können, ob er sich was angefangen hat. Das ist ja nun lange her. Ja, Logo. War er denn mit dem Arzt? Er muss gerade zwangsweise den Betrieb seiner Eltern übernehmen und es hängt alles an ihm. Und alles faule Ausreden. Er sagt, wenn er diesen Test macht und es kommt dabei raus, er hat was, dann kann er nicht mehr funktionieren und seine ganze Familie ist... Ach so, verstehe. Das heißt, er hat wirklich Sorge, dass er sich zum Beispiel HIV infiziert hat? Schon, ja. Ja. Hat aber Angst, den Test zu machen, weil er Angst vor der Wahrheit hat? Ja. Und dementsprechend ist er sehr blockiert und gehemmt, mit dir Sex zu haben? Absolut, ja. Andererseits gibt es ja nur genügend Variationen von sicherem Sex mit Kondom, wo man durchaus miteinander schlafen kann, auch wenn jemand HIV-positiv wäre. Ja,
Ja, also in der Situation, also als ich mich damals praktisch von seinem besten Stück verabschiedet habe, habe ich halt gesagt, also ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil ich darf ihn ja eh nicht benutzen. Und er sagte dann doch klar, aber halt nur mit Gummi dann halt. Und ja, ich habe dann, irgendwann waren wir in der Situation, dass wir heftig geknutscht haben und auch beide sehr erregt und ich dann das schon parat hatte. Und er völlig ausgeflippt ist und fast angefangen hätte zu weinen und meinte, oh Gott, aber wenn was passiert, dann habe ich dich umgebracht. Und ich dann wirklich gegangen bin. Also so, wir haben lange eine Fernbeziehung geführt. Und ja, ich dann morgens den ersten Zug, ohne zu schlafen, gegangen bin und gesagt habe, weißt du was? Ist ja verrückt, würde ich ja sagen. Ist ja wirklich verrückt. Ja. Das ist wieder, und er ist 27 Jahre alt. Ja. Er ist keine 17. Nee. Ja, das Schlimme ist, dass es mittlerweile so ist, dass dass sich das bei mir echt psychisch ganz heftig auswirkt mittlerweile. Nämlich inwiefern? Also ich erzähle das jetzt hier so flott dahin, aber es ist wirklich so, dass ich habe hier teilweise Fressanfälle und dann Kotzen oder ich gehe nicht raus, weil ich mir fünfmal mein Gesicht wasche, mich schminke, mich wieder umziehe oder was auch immer. Ja. Weil auch wenn ich objektiv weiß, der findet mich hübsch und nett und begehrenswert, es kommt nicht dazu. Und diese Frustration, krieg einfach ein verschobenes Selbstbild. Verstehe. Hat das so eine Gefahr, dass du anfängst, bulimisch zu werden? Also, dass du erbrichst und isst? Ja, also es ist mittlerweile nicht, also es ist nicht regelmäßig, aber es sind immer so, kann man das sagen, so phasenweise. Gut, aber so fängt es an. Aber das sind jetzt Alarmsignale. Das sind Alarmsignale, Marie. So geht das nicht weiter. So geht es wirklich nicht weiter. Ich kann ihn auch nicht verstehen. Ich muss da ganz klar urteilen. Ich finde sein Verhalten ziemlich daneben. Und auch bescheuert. Also, wenn er schon da sowas gemacht hat damals und hat ungeschützt mit irgendeiner Prostituierten in Tschechien geschlafen. Ich weiß nicht, ob es eine Prostituierte war. Egal. Aber dann, es kann eben sein. Okay, dann muss er auch Manns genug sein und muss einen Test aushalten. Und kann nicht sein ganzes Leben so ein Theater veranstalten, eben, wenn er Solo wäre, okay, dann kann er ja mit seinem Leben machen, was er will, aber er kann nicht in einer Beziehung, auch einer Frau, die er liebt, und ich gehe mal davon aus, dass er dich liebt, dass er dir das zumutet, das geht nicht. Da würde ich an deiner Stelle aber sehr mein Recht einfordern. Der hat zum Test zu gehen, der hat zum Arzt zu gehen. Der soll sich auf HIV, auf Syphilis, auf Hepatitis C, der soll sich testen lassen. Ich habe gar keine Chance, habe ich letzte Woche erfahren. Also ich hab dann lange alles Mögliche probiert, dass wir wenigstens eben mal so, also einfach um wieder mein Gefühl, also weil es auch so absurd ist, dass wir finden uns ja einerseits, ist es so, dass wir uns wahnsinnig erregend finden. Also das war auch fast ausschlaggebend, dass wir zusammengekommen sind, weil da einfach, das hat geknistert. Und wir eben auch, wie gesagt, lange zusammen nackt im Bett geschlafen haben und dann... Was meinst du mit, ich habe keine Chance? Irgendwann habe ich ihn unter Druck gesetzt und dann kam ja, unter Druck schaffe ich das erst recht nicht. Gut, dann habe ich gedacht, dann machst du das alles nett, und es war wirklich, also wir streiten uns ja sonst um nichts. Also es ist so, wir leben hier wie ein altes Ehepaar. Was meintest du mit unter Druck? Unter Druck, hast du ihn unter Druck gesetzt, zum Arzt zu gehen? Ich habe gesagt, ich laufe dir weg. Ich habe gesagt, ich habe hier schon 5 andere an der Hand. Ja. Ich habe gesagt, ich halte es nicht aus. Ja. Ich finde, du hast also Recht der Welt, Druck zu machen. Nach 2 Jahren hast du das Recht, aber sowas von Druck zu machen. Ja, das Problem ist, dass er dann sagt, also dann schafft er es erst recht nicht, weil dann ist er ja noch, er hat ja eh schon den Druck so. Ja, was ist, es ist aber auch ein Weichei, sag ich dir. Es ist aber auch ein Weichei, wie es im Buch steht. Wie viele Menschen sind beim Arzt und lassen einen HIV-Test machen? Ja. Und jeder hat davor Schiss, wenn er dann das Ergebnis hört. Ja. Ich habe für ihn einen gemacht, nach dem Motto, das kannst du auch. Also du hast einen gemacht, für dich? Ja, also um ihm zu sagen, so, hey, guck mal. Marie, du musst eine harte Linie fahren. Das kannst du nicht mitmachen. Wenn du meinst, dass das geht irgendwie nicht und er ist zugänglich und er scheint ja doch schon irgendwie zugänglich zu sein, dann pack ihn dir und geht zusammen zu einer Paarberatung, 1-2 Mal.
dass eine dritte Person da ein bisschen moderiert zwischen euch beiden. Das macht er nie. Ja, dann musst du härtere Seiten aufziehen. Da musst du so ein Verhalten an den Tag legen, dass der wirklich merkt, er riskiert die Beziehung. Das weiß er schon. Dann musst du es durchziehen. Also das war jetzt oft. Das musst du durchziehen, weil es geht um deine Gesundheit, um deine Psyche. Es geht nicht um irgendein Sex-Larifari. Du hast mir gerade angedeutet, das mit der Bulimie, das ist verdammt ernst zu nehmen. Und das ist es nicht wert, dass er dich in so eine Krankheit hineintreibt. Deswegen musst du eine harte Linie fahren. Da gibt es kein Wenn und Aber. Sage ich dir ganz offen. Mehr kann ich nicht sagen, Marie. Oi, oi, oi. Alles Gute. Jo. Zieh's durch. Okay. Toi, toi, toi. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Emma. Emma ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Emma. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist ein Beziehungsproblem. Und zwar, ich bin 42 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich wollte mich eigentlich schon zweimal von meinem Mann trennen. Warum? Ja, er ist vor 6 Jahren circa krank geworden, herzkrank geworden. Ja. Er hat Herzrhythmusstörungen und hohen Blutdruck und ist jetzt eingestellt damals und muss Tabletten nehmen. Mhm. Und diese Tabletten wirken auch, dass er impotent wird? Ja. Dass er impotent ist, das war aber auch vorher schon. Mhm. Und dass er psychisch nicht gut drauf ist. Mhm. So, und dann hat er zwischenzeitlich, haben wir es mal probiert mit dem Viagra. Mhm. Und was natürlich sehr gefährlich ist, das mit Herzmedikamenten zu kombinieren. Ja, genau, das ist zu gefährlich. Mhm. Dann ist er hinterher, also meistens so 2 oder 3 Wochen wieder sehr krank gewesen. Mhm. Und also das bringt uns jetzt nicht weiter. Er hat allerdings auch keine Lust mehr. Mhm. Also aber du ja. Ja, das ist das Problem. Ja. Je mehr ich unter dem Entzug den Entzug habe, drehen sich meine Gedanken sehr oft um Sex. Sexuell. Mhm. Um den Sex. Hattet ihr denn, du sagst, ihr seid 42 Jahre verheiratet, ja. Vor dieser Erkrankung lief das regelmäßig und gut bei euch? Ja, das lief regelmäßig und gut, also auch jetzt nicht so überschwänglich, aber es lief ganz gut. Auf jeden Fall sagst du, dass du auch in deinem Alter von 61 ganz klar das Bedürfnis hast und auch gerne noch die Sexualität leben möchtest. Ja, die möchte ich gerne leben. Und ihm zuliebe nicht jetzt abstinent werden möchtest. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Also, hast du? Ich muss dazu sagen, dass jahrelang meine Gedanken schon sehr darum kreisen. Mhm. Und je weniger sexuelle Befriedigung ich habe, desto schlimmer ist es natürlich. Mhm. Gab es so Gedanken, dass du hast gerade schon gesagt, dass du deshalb wolltest du schon die Ehe beenden? Ja, ich wollte die Ehe beenden. Ja. Und warum? Was hatte ich ja, denn wieder? Ja, da kamen auch noch andere Dinge vielleicht dazu, aber das war jetzt auch ein Hauptgrund mit, denn ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich so mein Leben jetzt weiterführen möchte. Das heißt, du bist also jetzt im Moment in einer Situation, wo du auch mit diesem Gedanken spielst, die Ehe zu beenden. Also ich spiele jetzt mit dem Gedanken, ich hatte 2 Jahre einen Liebhaber. Hattest du schon? Hatte ich schon, ja. Weiß dein Mann das? Das wusste er damals, ja. Und da wollte ich mich auch von ihm trennen. Ich habe gesagt, ich will mich von ihm trennen, aber er hängt sehr an mir. Ja. Er möchte das auf keinen Fall. Er möchte mich nicht verlieren. Ja. Dann habe ich nach 2 Jahren circa die Beziehung beendet. Ja. Und bin jetzt drauf und dran, eine Beziehung eigentlich nebenher laufen zu lassen. Würde er das denn tolerieren? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe ihm das noch nicht gesagt. Also ich bin jetzt drauf und dran, ihm das zu sagen. Ja, dann mach es doch. Es klingt ja fast so, als würde er das dann vielleicht sogar hinnehmen, wenn ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt und könnt auf einer soliden, freundschaftlichen Basis miteinander leben. Ja, er möchte ja so leben. Aber er möchte ja nur, genau. Wär das denn für dich ein Modell, dass du mit deinem Mann zusammenlebst, so wie immer, aber hast einen Liebhaber nebenher? Ja, und das wollte ich jetzt dich mal fragen, ob ich ihm das zumuten kann. Also ja, finde ich schon. Seit einem halben Jahr circa spiele ich mit dem Gedanken. Ja. Also manchmal ist das nicht so dominant, aber dann kommt das immer wieder irgendwie hoch. Ich finde schon, dass du ihm das vorschlagen könntest, als Modell. Warum nicht? Ja, ich wollte ihm das mal vorstellen. Ja, definitiv. Warum nicht? Finde ich schon. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Ja. Wir haben das Gröbste besprochen, aber wir rufen dich gerne gleich nochmal an.
Ja, bist du einverstanden, Emma? Bis gleich. Ja, bis gleich. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Matthias Neef. Wir sind am Montag nur im Radio und bei einem Festival, nicht im WDR.